da sollte eigentlich das Ganze starten. Hoffe ich zumindest. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Der Stream ist angeblich da. Und damit ein fluchtiges Willkommen zu einem weiteren Livestream. Ja, am Montag schon wieder, ne? Wir haben schon wieder Montag. Ja, die Woche hat schon wieder begonnen. Ist ein bisschen seltsam diese Woche, weil ein Großteil hat heute frei, ein Teil hat morgen frei und ich glaube, Berlin hat gar nicht frei. Das ist irgendwie ziemlich absurd, aber Feiertage sind immer mal wieder nett. Ja, ich habe heute tatsächlich auch frei, deswegen streamen wir ein bisschen. Normalerweise müsste ich ja heute Abend dann noch arbeiten oder heute Nachmittag und so. Aber ich bin da und wir spielen Fortnite. Es ist übrigens Halloween, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Ja, ist in Deutschland ja nicht so und im Moment merkt man das sowieso alles nicht so ganz, glaube ich, deswegen. Ja, gibt es in Fortnite auch noch die Albtraumaufgaben und die würde ich gerne noch fertig machen. Da gibt es noch so ein paar Sachen, die auch ganz gut XP bringen. Die sind leider nur noch 14 Stunden, da habe ich gemerkt. Ich dachte, die gehen noch ein paar Tage länger. Aber no, no, no. Das Spiel möchte, dass wir jetzt nochmal spielen. Und hier gibt es halt nochmal so 15, 15, 15, 15. Ja, es ist nicht extrem. Aber 30, 60, 90, 120. Ja, gut. Ja, knappe 200.000 EP, das sind drei Level, die man mal eben so nebenbei bekommt. Ja, why not? Hier die komischen Teile, weiß ich nicht, ob man das braucht. Sieht ein bisschen seltsam aus. Aber ja, wir schauen uns einfach nochmal auch die Gebiete an, die jetzt verschwunden sind. Aber ich glaube, das gehört zum ganz normalen Map-Update. Und die Zombies sind, glaube ich, noch da und so. Und das ist immer ganz lustig. Deswegen. Ja, spielen wir eine kleine Runde. Wer Lust hat, Bescheid sagen. Gerne mitspielen. Ich gehe mal auf Solo. Ich hoffe, dass es soweit wirklich alles passt. Mit der Lautstärke und alles. Ja, mein Plan ist ja, wieder öfter zu streamen, wieder regelmäßiger. Also ich kann nicht immer genau die Termine sagen. Dafür habe ich auch zu viel zu tun. Aber regelmäßiger, öfter und dafür nicht ganz so lang. Hat gestern nicht so ganz geklappt. Ja, wir haben gestern ja das erste Mal Phasmophobia gespielt. Es ging ein bisschen länger. Aber das werden wir definitiv nochmal spielen. Hat eigentlich ganz Spaß gemacht. Auch wenn dann nicht mehr Halloween oder so ist. Jo. Jetzt hat sich gerade mein Zweitbildschirm komplett ausgeschaltet. What? Der hat tatsächlich seit gestern Abend schon übelste Probleme. Ich weiß jetzt gar nicht, ob überhaupt noch alle irgendwas da ist. Ich sehe halt nichts mehr. Ja. Ich habe absolut keinen Plan, ob mein Stream noch läuft. Müsste eigentlich, ne? Warum sollte der Stream abbrechen? Ich sehe halt einfach nichts mehr. Normalerweise habe ich mein Streamprogramm immer auf dem Zweitbildschirm, aber der hat sich jetzt anscheinend komplett verabschiedet. Supi. Heißt also, einen neuen Bildschirm kaufen. Nee, er geht wieder an, aber er ist wieder komplett am Durchdrehen, am Krisseln. Also der hat einfach nur noch so schwarze und grüne Striche. Das ist definitiv nicht gesund. Ja, ich habe keine Ahnung. Muss ich mal tatsächlich schauen, mir doch mal einen neuen Bildschirm zulegen. Der ist mittlerweile auch schon, ich glaube, 7 Jahre alt. Was halt für Techniksachen schon relativ vieles, würde ich sagen. Ich muss ja auch mal gucken. Ich habe hier Zettel liegen, deswegen rutscht hier meine Tastatur die ganze Zeit weg. Ja. Bin ja noch fleißig am Programmieren im Moment wieder und andere Sachen am Machen, am Planen und am Tun. Und jetzt habe ich hier komplett verplant, wo ich denn eigentlich hin wollte. Vielleicht ist das auch nur so eine eingebaute Gruselfunktion von meinem Bildschirm. Das sieht gerade ziemlich lustig aus. Es flackert so, wenn ich da so einen Geist im Bildschirm habe. Okay, und ich sterbe einfach mal fast. Können wir den Eiswagen klauen? Ich will den Eiswagen klauen. So,
So, jetzt scheint es wieder zu gehen. Ne, den Eisfang können wir nicht nehmen. Oh, verdammt. Ja, hier, ich weiß gar nicht, was das ist. Hier kommt jetzt auch dieses Lustige, oder? So, ich hätte mal gucken müssen, was wir denn für Gruselaufgaben überhaupt noch haben. Ja. Da ist irgendein Wolf. Das ist Schrotflinte, ne? Was ist das für eine Kasse? Das ist so, so. 25 Dollar. Der spürt mich auf. Einfach ab. Hiro, das ist kein Phasmo. Ist falsches Spiel noch drin? Nee, oder? Nee, bei mir ist... Okay, ich wollte gerade sagen... Aber das ist einfach kein Phasmo. Ja, nee, das ist kein Phasmo. Das ist mir auch klar. Ja, ich muss später mal schauen. Falls jemand zufällig eine Idee hat, wie man eine ganz große Videodatei an andere Leute versenden kann, ohne dass man sich auf irgendeiner Seite ein kostspieliges Abo holen muss, gerne mal Hinweis. Mega konzentriert ich aussehe. Einfach planlos. Dieses Wolfsdings, weiß ich nicht, ob man das überhaupt brauchen kann.
Ja, das war absolut not gut, aber wir leben noch. Gar nichts getroffen. Ich muss erstmal wieder klarkommen. Wir haben schon wieder ein paar Tage kein Fortnite gespielt. Uah, da kommt die Zone. Ja, dieses Wolfsteil, ist das gut? Ist das nicht so gut? Das ist gar nicht. Wir müssen immer noch, wir müssen noch ein paar Aufgaben machen. Ich weiß, dass wir auf jeden Fall noch Willow besiegen müssen. Das ist dieses komische Huhn oder Monster-Zombie-Viech da in dem einen Haus. Das haben wir beim letzten Mal probiert. Ich habe aber leider keine Kill-Beteiligung bekommen. Das war ein bisschen doof. Ganz genau. Den Schaden, das ist auch nice. Ich muss laufen. Nehmen Sie Money mit. Oh, Explosionsschleimwerfer. Die muss gerade mal hier bleiben. Der ist auch echt nice. Da hinten rennt einer außerhalb der Zone lang. Ah, verdammt. Nein. Schade. Ach verdammt, hier gibt es ja die Teile jetzt, ne? Gibt es gar keinen Tresor, ne? Den großen. Was ist gut? Hier steht ein Auto mit einer Rampe. Hui. Wow. Absolut spektakulär. Tausende P, weil wir einen Zombie-Huhn überfahren haben. So, wir müssen mal ein bisschen in Richtung Zaun. Eigentlich wollte ich die Gruselaufgaben machen, aber da müssen wir gleich mal schauen, welche wir da überhaupt haben, wie das aussieht, welche wir da noch machen müssen. Ich krieg das Haus nicht kaputt mit dem Auto. Dann laufen wir halt zu Fuß. Ah, Herald Sanctum und Reality Tree. Aber das ist ganz auf der anderen Seite. Mal gucken. Wie lang geht eigentlich die Season noch? Weiß das einer? Ich habe noch gar nicht nachgeguckt. Ich muss mal schauen. Wir sind nämlich immerhin, glaube ich, schon Level 60 jetzt. Und da ist noch irgendwo was. Na, weißt du noch, Zucker, wo wir damals bei Herald waren? Oder wie auch immer die hieß. Die war echt freundlich. Ja, wir spielen demnächst mal wieder Phasmo.
Aber ich möchte halt auch mal wieder ein bisschen verschiedene Sachen spielen. Und vor allem brauchen wir dann nicht am Ende der Season hier wieder Fortnite-Suchten ohne Ende. Deswegen würde ich gerne noch die Aufgaben ein bisschen mitnehmen, ein bisschen XP sammeln. Und wir kriegen eh, glaube ich, wieder XP-Bonus gerade und so. Ja. Das mag uns einfach nicht. Aber wir hätten das Ranger-Foil mitnehmen sollen. Ey. Immer diese aggressiven Chickens. Kennt ihr das auch? Geht so durch euren Garten, kommt so ein Zombie-Huhn an. Nicht? Ah, lol. Hat er uns gesehen? Wie hat er uns. Na gut, das war relativ klar, dass wir da standen. Okay, das Gebüsch geht da gar nicht weiter. Ah, ich wollte ihn gerade einschleimen. Schade. Ich habe mir mal wieder einen Kaffee gemacht und hatte gerade ein Glas mit Käsekuchen gegessen. Ja, ein Glas Käsekuchen. Irgendwer da. Ach, Blacky. Lade einfach mal Leute ein. Da ich leider kaum Freunde habe, muss ich wieder alleine spielen. So, wir können mal nebenbei gucken. Fortnite Albtraum Aufträge. Wir müssen Schilde durch Jellybeans erhalten. Okay. Eine Türklingel, bis sie kaputt gehen. Süßes oder Saures. Also, wenn ihr uns keine Süßigkeiten gebt, zerstören wir einfach eure Türklingel. Wohnzimmermöbel zerstören. Willow. Bei Willows Spukplatz besiegen. Okay, das ist hier hinten. Süßigkeiten aus dem Fahrzeug werfen. Klappt, glaube ich, nur, wenn man zu zweit ist. Oder, ne, man kann auch Sitzplatz wechseln. Rein theoretisch müsste es auch einzeln gehen. Fährt das Auto zwar nicht, dann sitzt man einfach in so einem stehenden Auto und wirft so Süßigkeiten. Das ist lustig. So, was haben wir denn noch? Pfefferminzbonbons. Kürbislaterne mit einer Fernkampfwaffe. Snipes der Kürbis. Grabinschriften von verschiedenen albernen Grabsteinen. Okay, die haben wir gefunden. Ich weiß, wo die stehen teilweise. Hupe mit einem Fahrzeug bei Grim Gravitz und bei der Knobi-Hütte. Knobi. Knobi. Bestimmt was mit Knoblauch. Knobi. Cowboy? Ich weiß es nicht. Tanze bei einem brennenden Lagerfeuer in der Nacht. Okay. Tanze bei Grim Gravitz, wenn du verchromt bist. Tanze 3 Sekunden, tanze 10 Sekunden mit Charakteren. Das heißt, am besten Lagerfeuer bei Grim Gables mit einem Gegner im Umkreis und einem Charakter daneben. Dann hast du gleich 4 Aufgaben auf einmal. 4, vor allem. Ich kann schon wieder nicht zählen. Fliege mit einem Zombie-Huhn. Und Hopstrops. Und Objektverwandlung. Okidoki. Und ich bin schon wieder komplett vorbeigeflogen. So, aber Grim Gables ist ja hier vorne. Da können wir gleich mal hin. So wie in meinem letzten, wie in dem Video, was ich zusammengeschnitten habe, von dem Minecraft Halloween Event, was ich gespielt habe. Wir haben noch eine Sache zu erledigen. Ich erzähle dann erstmal so eine ganze Liste auf. Super. Ist der?
Wir leben noch. Also, leben würde ich das jetzt nicht nennen. So, aber wir haben schon wieder so viel Geld. So ein Problem, das Geld in Fortnite auszugeben. Wenn das mal überall so wäre, ne? Das ist echt schlimm. So, so. Braucht kein Mensch. Oh, und wir sollten uns das mal heilen. Erstmal verarzen. Das finde ich auch immer noch so lustig in so Spielen. Man ist halt so wirklich fast tot. Das heißt, rein theoretisch sitzt man wahrscheinlich nicht mal mehr alle Körperteile und so ein Kram. Und dann einfach so Pflaster auf den Arm oder man kippt sich einfach irgendwas drüber und hey, man ist wieder geheilt. Kann man hier nicht mal rau da vorne? Zombie-Huhn. Super. Jetzt finde ich hier volle Tränke. Das Zombie-Huhn gerade den Stein losrollen lassen? What? Es ist gruselig, das Huhn. Ich gehe da, glaube ich, nie wieder nicht so nah hin. Ich glaube, das ist kein normales Zombie-Huhn. Ich glaube, das ist viel zu intelligent. Hallo? Ja? Oh, es ist lieb. Es mag uns. Wir sind sein neues Herrchen. Ach stimmt, da unten wohnt dieser komische Typ, der einfach alles anzündet. Ich vergaß. Der sein eigenes Haus einfach abfackelt. Den einfach komplett abfackeln da unten. Denken. Armes Zombie-Huhn. Ich wollte dich nicht. Du warst mein bester Freund. Oh, damit kann man Wohnzimmermöbel zerstören. Wenn man da die Granaten wirft. Irgendwer ist da richtig wütend. Gertrude, lass uns doch mal in Ruhe.
muss mich jetzt mit menschlichen Gegnern rumschlagen. Nett. Vielen Dank. Der Typ lebt immer noch, ne? Wie kommt der Typ da überhaupt raus? Ich dachte, der wohnt da unten in seinem Loch. Ist auch geil, die Hühner fressen sich einfach gegenseitig. Ich glaube, hier sind ein paar mehr. Wo ist der Typ eigentlich hin? Hey, wir leben noch. Er hat einfach ganz normalen. Die schallgedämpfte Maschinenpistole des Inquisitors. Wie gut. Und Glühwürmchengläser. Keine Ahnung, ich habe die noch nie gehabt. Ich hätte mich dummerweise erst mit den Schildtränken heilen sollen. Mal wieder. Warum hat er eigentlich ein schlechteres Teil als ich? Okay. Hier gibt es so schön Muni und so. Hey, wir haben zu viele Schlüssel. Doch schon zu viel Muni, glaube ich. Wie ist denn der da überhaupt rausgekommen, der Typ? Ja, hier waren noch irgendwo so lustige Grabsteine noch, oder? Was wollen die denn alle von mir? Will mich nicht mal kurz in Ruhe lassen? Mein Tupac hat auch eine Lila Evo Chrome. Was wollen die denn alle von mir heute? Die ist aber auch nice. Brauche ich jetzt nicht. War hier nicht so ein komischer Grabstein, wo man irgendwas drauf lesen konnte? Der war doch hier irgendwo, da vielleicht auf dem anderen Friedhof. Ja, da ist ein Gegner. Ah, verdammt. Ja, hast du. Ein Leben? Zombie-Hühner haben mich gerecht. Hat ja echt mit einem Leben überlebt. Wow. Toll. Immer noch keiner da. Keiner mag mit mir spielen.
Alleine ist irgendwie doof. Nur halb so lustig. Ich glaube, wir haben nicht eine einzige von den Gruselaufgaben erledigt. Doch, mit einem Zombiehuhn fliegen und ein bisschen Möbel zerstören. Aber ich glaube, sonst haben wir davon nichts hinbekommen. So. Hier ist sogar noch, ich glaube, noch einen weiteren Halloween-Charakter, der uns fehlt. Bei den Chrome Punk haben wir gefunden, aber hier gibt es, glaube ich, noch irgendeinen Maximilian. Stimmt, den haben wir letztes Mal gefunden. Ja, keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Gibt es eigentlich Zombie-Fische? Alter, wir haben sonst immer so viele Fische schon gehabt am Anfang der Season, aber irgendwie... Jetzt ist Mitte der Season und wir haben einfach gar nichts. Irgendwie ist Grim Gables echt lustig da. Abgesehen von dem Typen, der sein eigenes Haus anzündet, sind da immer richtig viele Leute. Und Zombiehühner und Zombies. Ist immer ziemlich spaßig dort. Aber das kann doch echt nicht sein Ernst gewesen sein, dass er gerade mit einem Leben überlebt hat. Und dann haben ihn die Zombie-Hühner getötet. Das tat ihm recht. Da habe ich mich drüber gefreut. Waren nämlich meine Freunde, die Zombie-Hühner. Jo. Tag. Alles gut? Kann man die eigentlich alle triggern und wenn hier ein anderer vorbeikommt, den dann von den ganzen Zombies jagen lassen, die hier im Haus sind? Da ist sogar einer. Wo ist denn der Spieler? Ja. Ja. Ist der gerade aus dem Schleim rausgesprungen? Ich habe halt auch nichts gehabt. Ich hab gedacht, wir können den einfach mit dem Schleim töten. Wollte er nicht. Er hat so einen hässlichen Weihnachtspullover. Hat jemals von euch... Also das ist ja so typisch amerikanisch, diese Weihnachtspullover oder so. Ich kenne keinen. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der zu Weihnachten so einen Weihnachtspullover anhatte in Deutschland. Ich weiß nicht. Kennt ihr irgendjemanden, der so einen Weihnachtspullover extra zu Weihnachten anzieht? So am besten noch selbst gestrickt. Also vielleicht früher mal so von der Oma oder so, keine Ahnung. Also meine Oma hat das nicht gemacht zum Glück. Aber kennt ihr jemanden, der mit so einem Pullover draußen rumläuft und so? Wahrscheinlich gibt es da auch schicke. Also wenn da jetzt so ein schönes Weihnachtsmotiv von Super Mario oder Zelda drauf wäre, dann würde ich das vielleicht auch noch nehmen. Aber meist sind da ja
eher nicht so tolle Motive drauf und auch nicht so schön dieser Pullover. Also meiner Meinung nach garantiert auch Ausnahmen und so, die nicht ganz so. Aber manchmal so die Farbkombis auch so schrecklich, was ich so manchmal gesehen habe. Aber jedem das seine, ne? Aber ich habe halt wirklich noch nie einen gesehen. Ich kenne keinen, der so einen Pullover jemals in Deutschland anhat. Also so in Filmen sieht man das immer, in amerikanischen und so. Da haben die das ja alle. Weiß nicht, ob das wirklich so ist. Wobei ich mir immer noch ziemlich schwierig vorstelle, so in Regionen, wo halt zu Weihnachten nie Schnee liegt. Die machen natürlich wahrscheinlich ein bisschen mehr, um da halt auch das Feeling ein bisschen reinzukriegen und so. Wenn die schon keinen Schnee haben, dann. Wie kann ich da eigentlich gegenjumpen? Das habe ich immer noch nicht. Dann. So. Mal Grabsteine. Das hat voll lustig. Da habe ich voll ein Splatoon. War halt ein Bot, aber sehr lustig. Also das Beinebrechen war jetzt nicht so lustig. Tanze bei Nacht. Ist hier eigentlich Dauernacht? So als dumme Frage. Und wo waren die denn? Irgendwo gab es hier so ganz viele von diesen. Erstmal ein Stück Zombie-Huhn. Ist immer am besten. Eine richtig saftige Keule Zombie-Huhn. Das ist nichts, es gibt nichts Besseres. War hier nicht mal. Wenn nicht, waren hier doch mal. Da kommen immer mehr. Hier. Habe das Zombie-Huhn gesehen, aber nicht, dass da noch einer aus dem Dixie-Klo kommt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Uah, dummes Huhn! Lass das! Alter! Super, da ist. Da ist einer in der Höhle unten drin. Lalalala. Lustige Abenteuer im Wald. Mit einem kleinen Snack. Ich bin als Kind immer viel rausgegangen. Also ich war wirklich, war mal mit Freunden und so, wir sind wirklich überall in der Wildnis rumgekrabbelt und ist irgendwo einer in dem Bild, glaube ich, ja.
Das hat ganze Felder zerstören. Ja, wo sind denn hier die ganzen Leute? Was liegt da? Geld. Ich brauche kein Geld. Sommermeise. Dummerweise eine Schrotflinte dahin geschmissen. Alter! Will ich mich langsam mal in Ruhe lassen? Ich will doch hier nur ein schönes Picknick machen. Ich spiele mal mit dir, okay? Ja. Willkommen im Stream, wer auch immer da ist. Ich glaube Zucker. Also nicht Zucker. Und da kommt die Sound. Krass der Killer. Krass der Killer, ja. So, ich bin immer noch lebendig, was mich wundert. Hat der Typ mir nicht ein Auto? Der hat mir ein Auto vorbeigebracht. Okay, cool. Vielen Dank, Typ, der mich mit dem Raketenwerfer töten wollte. Warum bauen die hier eigentlich so unzerstörbare Holzzäune hin? Das ist immer dumm. Hast gesehen, wie ich gerade den Typen, der sein Haus anzündet, einen Besuch abgestattet habe? Und ich sterbe, weil ich das nicht rechtzeitig schaffe. Nein? Der hat sein ganzes Haus angezündet und hat alles gebrannt. Da war irgendwo ein Typ drin. So wie du versuchst, vor der Sonne zu fliehen, Hero. Ja! Wenn ich dann Auto fahren könnte, wäre das auch machbar. Super, jetzt töte ich das Zombie-Huhn, was den Spieler jagt. Oder den Otter. Ich habe King Kevin getötet. Boah, Alter, mein Auto brennt schon und... zum Heilen. Alles. Wahrscheinlich nur keine Heilung. Warum brauchst du denn was zum Heilen? Also, reichen nur 19 Leben nicht? Was? Ja, doch. Er kommt gleich schon wieder die Zone, das ist das Problem. Ich mag mich nicht so. Leute, hier sind sogar 2 Loot Drops drin. Gar nicht, die hätte ich fast gar nicht gesehen. Ich dachte, das wären einfach Kisten. Das bringt mir halt auch nichts, den Tresor zu öffnen, weil ich halt einfach absolut keinen Platz habe dafür. Gold, goldener Dings. Goldenes episches Hammer. Und ich glaube, ich nehme lieber die Softpacks mit. Und die Soundcount. Die Muni würde hätte ich gerne noch mitgenommen. Aber eine bessere Schrotflinte wäre eigentlich auch nicht bad gewesen, aber. Ich wundere mich halt so, dass ich überhaupt noch lebe.
müssen wir auch 15 Gegner erledigen. Ich denke mal, diese. Da hinten läuft einer, aber das sind Schmetterlinge. Kann jemand diese Schmetterlinge entfernen? Mag die nicht. Meine Schritte, ne? Das Haus mag ich übrigens auch nicht. Zucker auch nicht. Ich liebe das Haus definitiv, also. Naja, das war lustig. Dann gehen wir zu diesem Haus dahin, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben damals im Stream. Er geht durch die Wand und dann saßen einfach zwei in dem Raum drin und haben drauf gewartet, im Dachboden einfach. Ja, nee, die haben darauf gewartet, dass ich nicht durch die Wand gehe, sondern dass ich in so einen Raum gehe. Eine Quest hier, okay. Warum? Oh, da! Da ist der Fernseher! Wie komme ich denn da rein? Ha, ich muss nämlich als. Die anderen zerstören, werden dich stärken. Habe ich eine Hakenhand? Warum habe ich eine Hakenhand? Eine Chrom-Hakenhand? Ich weiß es eine nicht. Eine Chrom-Hakenhand. Jetzt kann ich Leute damit aufschlitzen, aber wie soll ich denn damit meinen Kaffee halten? Jetzt mal so als dumme Frage. Du hast doch eine linke Hand, oder nicht? Ja, aber. Okay, ich halte meinen Kaffee eh mit links meist. Und du hast hinten auch noch einen Becherhalter. Ja, genau. Und dann kann ich mit links den Löffel daraus nehmen. Nee, ich bin tatsächlich Beidhänder, würde ich sagen. Also ich bin eigentlich Rechtshänder, aber ich habe es mir angewöhnt, viele Sachen auch mit links zu machen. Also ich halte zum Beispiel Messer mit links. Frag mich nicht, wieso. Also ich schneide mit links. Und auch so einige Sachen mache ich mit links. Ich dachte, da laufen zwei Spieler, aber das eine ist ein Wohnwagen gerannt und dann kommt ein Zombie-Hunde, frisst erstmal den Wohnwagen auf. Ich brauche immer noch eine bessere Schrotflinte. Nein, Hero. Aber. Der hier drin? Nein. Mir war doch hier irgendwo vor mir der eine Typ. Da vorne rennt er. Oh, du wirst abgeschossen. Wir sind schon. Ich bin so schlecht, ich treffe gerade nichts. Mein Fortnite ist abgestürzt. Ich habe, weil mein Bildschirm so komische Probleme macht, alle möglichen Treiber geupdatet. Und seitdem habe ich wieder das Problem, dass einfach Sachen bei mir zu gehen. Das hatte ich davor schon gehabt. Das war jetzt eine Zeit lang gut. Und jetzt einfach weg. Also nicht mal eine Fehlermeldung, gar nichts. Einfach weg. Das habe ich vorhin schon mit Minecraft gehabt. Das habe ich vorhin schon mit meinem Schneideprogramm gehabt. Das habe ich schon mit anderen Sachen gehabt. Einfach weg. Und das ist richtig nervig. Ich weiß nicht warum. Aber es liegt anscheinend wirklich an irgendwelchen Drecks-Updates.
Wahrscheinlich am Windows-Update oder so, was ich gemacht habe. Macht einfach keine Windows-Updates. Das ist jedes Mal, dass ich da irgendwelche Probleme habe, weil die irgendwelche Sachen nicht vernünftig hingekriegt haben. Und jetzt bekletter ich mich mit Kaffee, weil ich zu doof bin zum Kaffee trinken. Boah, das ist doch so nervig. Die Runde hätte ich doch locker gewonnen. War noch nur noch... Ja. Huhn war sogar noch ein Bot, glaube ich sogar, oder? Glaub nicht, nein. Ja, wenn, dann war es kein guter Spieler. Den hätte ich doch aber gerade locker noch gekillt. Das Huhn. Dann hätte ich noch goldenen Raketenwerfer gehabt. Damit hätte ich gar nicht verlieren können. Weil goldener Raketenwerfer. Mit 13, 14 Schuss. Ja, muss ich wohl nachher erstmal ein Rollback von meinem PC machen. Das zurücksetzen auf den letzten Stand, wo ich das geupdatet habe oder so. Ja, ja. Oder zumindest die Programme. Guten Tag. Junge Dame. Warum heute jetzt kein Fosmo-Hero? Weil wir gestern 6 Stunden gespielt haben. Das ist kein Argument. Weil die dann, weil die Aufgaben nur noch 13 Stunden, 29 Minuten gehen. Aber es nervt mich doch jetzt. Warum? Eine Runde hätte ich. Die hätte ich gewonnen. Definitiv. Aber es nervt mich doch jetzt. Weil der macht das Spiel nicht mehr so eine Probleme an sich. Es gab ja eine Zeit lang, ist das Spiel ständig gecrashed bei mir oder bei anderen Leuten auch. Ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist. Bei mir zumindest nicht. Also einfach mit Fehlermeldung gecrashed. Und jetzt crasht das nicht mehr und jetzt gehen bei mir wieder einfach Sachen zu. Wo willst du denn hin, Hero? Wir müssen, hier, genau. Wir müssen hier noch zu Willow. Oh, da ist nichts. Oder ist da Gisela? Gisela, in der da. Ja, hier bei Giselas Haus müssen wir hin. Mag Gisela nicht. Lol, da ist auch ein Grabstein. Oh, bei Grimm Dings. Oh, die werden sogar verkarrt angezogen. Es sind sogar 2 Grabsteine mit lustigen Inschriften. Wo sind die Grabsteine? Bei Gisela ist auch ein Grabstein, das weiß ich. Hm. Und ich brauche Pfefferminzbonbon. Oh, und ich muss bei der Hütte tanzen, während ich im gelben Knobi-Hütte. Ach, das ist die Knobi-Hütte, ist glaube ich da, wo der komische Ash-Typ wohnt. Die Werwolf-Hütte da, die Vampirjäger-Hütte, die Zombie-Jägerhütte ist es, glaube ich, aber egal. Da, wo die ganzen Zombies außenrum wohnen. In den Mülltonnen von dem Haus. Ich hab einen Freund gefunden, der kommt anscheinend nicht mit, okay. Verpiss dich wieder. Ist halt die Frage, wollen wir gleich rein ins Haus? Es ist aber die Agro-Gisela. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Spinne auf dem Dach, aber die Spinne. Egal. Ah, ich hab die schon gefunden. Ah, ich bin bitte um Hilfe. Und ja, die Zombies auch, okay. Ja, das sind gut, ich verpiss mich von hier. Ich nehme die Seilbahn. Ich weiß zwar nicht, was du machst, ne, aber. Viel Glück! Ah, oh, hier ist noch was. Lol. Ja! Was ist das ist ein Mädchen mit einer Axt. Was? Hilfe, warum? Ja, ist das nicht die Akku-Frau Gisela da?
Ja, aber wer ist das? Warum macht die das? Gisela, keine Ahnung. Hast du einen Schlüssel von... Woher auch bitte schon immer? Ich hab gar nichts mehr, gleich kein Leben mehr. Junge, du bist noch voll, du hast sogar Schild. Sperr dich nicht. Ey, ich kann rückwärts laufen, bin schneller als die mit ihrem Schlagen. Okay, doch nicht. Nachladen, ich muss nachladen. Alter. Boah, da kommen noch 20 Zombies hinterher. Mal jetzt mal Pech. Was seid ihr denn? Ich hab nichts mehr. Gisela zu nerven. Gisela ist tot. Jetzt kommt Gisela zur Mannschaft. Ich will sie retten. Wo kommt der Kerl her? Waren das nicht mit drei Frauen? So. Oh, da spawnen schon wieder Zombies hier. Gisela ist weg und Giselas ganze Familie auch, glaube ich. Nee, eigentlich nicht. Von mir läuft gerade noch ein Gisela. Okay. Ich brauche Crow. Oh, hier ist auch Giselas Haus hier ist noch da. Wie viele Haustiere hat die denn? Was so gut ist, bei ihrem Haus rumzulaufen? Brauchst du... Ah, warte mal, ich werf dir mal hier zwei Schildtränke oder drei raus. Nicht. Hütest du etwa ihre Haustiere? Ah, das sind schon servitiert, okay. Ist das hier? Oh, das ist ja lustig, so ein Frankenstein-Plüschi. Du musst auch noch ein Zombie-Hühnchen, du musst auf dem Zombie-Hühnchen noch fliegen. Also nicht auf dem, weil das ist tot. Warum ist das tot, Hero? Es ist in meine Schrotflinte gelaufen. Da kommt ein. Hast du das vorhin gesehen, wo das Zombie-Huhn einfach in den Stein gelaufen ist und mich mit dem Stein umgerollt hat dadurch? Das war nicht so nett. Hast du Schlüssel? Nee. Nee, aber wir werden gerade abgeschossen. Ah! Hühnchen! Hühnchen schießt mich. Ah, da kommt einer. Oh. Mit einem Fallschirm oder verpisst sich. Wollen wir uns eigentlich auch mal pissen wegen der Zone? Jetzt ist Fortnite abgestürzt mit Crash-Meldung. Wow. Fängt das schon wieder an? Boah, das ist garantiert, weil ich einen Grafiktreiber oder irgendein Update gemacht habe. Ich wollte keine Updates machen. Niemals. Bleibt einfach auf Windows 98 oder so und dann läuft alles super. Genau, ich sehe schon wieder. So, ich guck nebenbei mal. Battle Pass geht noch bis, doch, bis 3. Dezember haben wir ja noch einen Monat. Okay, ist gar nicht mehr so lang.
So, nicht wundern. London? Ich denn? Es ist doch, ich will auch einfach nur wieder ein bisschen mehr streamen und jetzt kommen wieder schon wieder so viele Probleme. Jetzt hatte ich nicht so viel Zeit immer. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr zwischendurch mal und wollte einfach mal wieder ein bisschen streamen und jetzt kommen halt wieder irgendwelche Probleme. Echt kein Herz auf die Wasch. Ja, wir probieren es jetzt gleich nochmal, wenn es jetzt öfter muss ich halt, ich werde nachher ein Wiederherstellungsdings laden. Rausgehen oder? Soll ich rausgehen nicht, oder? Weiß ja nicht, wie viel da noch leben, ob du gewinnen könntest. Ich hab immer noch keine Antwort. Die kannst du machen, okay. Wenn du jetzt aber denkst, du kannst das da noch... Nein, ich bin gerade gestorben. Okay. Irgendwas umsonst? Nee, ne? Das sind einfach Zombie-Skins in 10 verschiedenen Ausführungen. Oh, Black Adam. Jero, warum sitzt du bei mir aus? Was? Bei mir sitzt du gerade aus. Wo kann ich das wieder anschalten? Ich habe noch nie Aussetzen gemacht. Ich vergesse auch irgendwie immer, wie es geht. Ist das nicht hier irgendwo? Nicht. Da. Ich glaube, musst du irgendwie auf deinen Namen? Ja, da oben auf Symbol muss ich teilnehmen, spielen, da. Suche nach Gruppe, Online-Status, ich kann auch Text hinzufügen. Wow. Achso, hier so typische. Das ist wieder alles super. Falls sich übrigens gestern wer gewundert hat, warum ich da nicht so ernsthaft drauf reagiert habe, auf diese Meldung am Ende vom Stream, dass
einer bei uns auf dem Server, im Survival, in Minecraft, irgendwem das Haus zergrieft hat und was weiß ich. Das war mir schon relativ klar, dass das ein Troll war. Das war mir nämlich schon klar. Mir ja, nicht. Allein vom Namen. Baumeister 133, keine Ahnung. Erinnert überhaupt nicht an Blockcrafter 3345 oder so. Nein. So, wohin geht's jetzt? Muss immer noch. Ja, die Aufgaben würde ich gerne machen. So, Jellybeans, vor Tür klingeln. Oh, wollen wir bei dem Horrorhaus klingeln? Bei dem Typen, der sein Haus anzündet? Ach so, der, ja. Da können wir klingeln. Und dann, da sind auch zwei Grabsteine, die ich brauche. Dann kann ich Kürbislaternen zerschießen. Wir müssen ein Fahrzeug bei dem Hupen. Und bei der Knobi-Hütte, oh verdammt. Und wir müssen vor Chrome da tanzen. Und tanzen, wenn Gegner in 20 Meter ist. Aber Gegner ist ja Spieler. Und mit Charakteren tanzen. Also wir klingeln. Und dann, wenn er sein Haus nicht anzündet, zünden wir sein Haus an, okay? Also falls wir keine Süßigkeiten kriegen. Gut, ich gehe nach oben in die Mine, glaube ich. Ja. Andere schmeißen Klopapier aufs Haus, wir schmeißen Glühwürmchen aufs Haus. Molotovs. Ja, okay. Wäre lustig. Hero? Ja, aber nur auf Zombiehäuser, nicht auf irgendwelche... Hero, was hältst du von der Idee? Wir tun zu Halloween keine Süßigkeiten schenken, sondern Molotovs. Machst du mit? Auf gruselige. Wir würden die dann auch ein bisschen rumschmeißen, natürlich, ne? Auf gruselige Häuser. Nö, auf jeden. Also bei mir kämpft einer gegen Huhn. Das freut mich für den Dude. Der schießt doch nicht. Ich bin gleich tot. Schießen die auf dich? Down. Ich hab keine Muni mehr, ist das Problem. Ich suche mir noch gerade noch was. Ja. Wo ist hier einer? Hab sie. Ist so, das regelt. Gisela. Kann jemanden snipen? Ja, die sind tot. Eigentlich ist so rein gar nicht. Da läuft einer durchs Maisfeld. Boah, er schießt auf mich. Ja, weiß ich nicht, auf der Seite bin ich noch nicht angekommen. Ich komme nicht mal. Jetzt kommen die hoch hier. Hallo. Warum kommt ein Zombie aus dem Stein? Sind die bei dir immer noch? Ja, waren welche. Ich habe mich jetzt ein bisschen wieder von entfernt. Bei ja. Oh, fuck, Hilfe. Sind die bei dir in der Mine? Die sind nicht, ich bin down. Die finishen mich.
Oder sie versucht es auf jeden Fall, haben mich gefinisht. Ah, ich hatte Schleim werfen müssen. Jo, die haben die Schleimkanone genommen. Verdammt. Ja. Gerade zwei Steinzeitbeute. Ich hab nichts gehabt, um reinzuschmeißen. Ich hab die Glühwürmchen alle aufs Haus geschmissen. Ich hätte die da reinschmeißen sollen. Warte mal. Na, ich war halt auch noch nicht wieder ganz voll von dem anderen Fighter und so. Dumm. Super, und da liegt ein Schlüssel. Ich habe eben einen gesucht, weil da hinten die Kisten waren und da war keiner. So. Warst du auch schon bei dem Wolf Rave? Aber da ist immer viel los hier, ne? Bei der Hütte. Immer echt spaßig. Oder ein Tilted. Tilted ist fast nichts mehr los. Nein. Geht nach Tilted. Bin mal gespannt, ob die Gruselhütte ab morgen instant wieder weg ist. Ja. In verschiedenen Fahrzeugarten. Hä? Ich bin doch vorhin schon. Oh, ich muss in einem verkrummten Fahrzeug fahren. Jetzt komme ich auch zu dir vielleicht. Direkt. Hey, jetzt geht die Aufgabe von Bytes noch 6 Wochen. Die ging letztens einen Tag, nee, eine Woche oder so. Also wir können oben im Haus landen, aber da sind natürlich viele Zombies drin. Oder halt oben bei der Mine, da hast du halt ein bisschen Ausrüstung. Und wenn dann einer im Feld landet und so, ist glaube ich gar nicht mal schlechter. Zumindest da bei den Hütten. Oder oben drauf. Ja, da bin ich eben gelandet. Sonst ich lande hier unten bei dem Eingang. Könnte ja, dann vielleicht noch oben. Landen da welche? Nein. Ich markiere einfach nur wie ein Wilder. Super, ganz oben ist gar keine Kiste. Ich hab einen Schlüssel, aber sonst noch irgendwie gar nicht. Ein Biggie habe ich. Ich bin schon voll. Ach, hier ist. Ein kleiner zumindest. Ich habe hier unten Glühwürmchen, wenn du noch welche brauchst. Warte, ich nehme mal. Was? Wollen wir die auf Giselas Haus werfen? Ah, so eine Gisela. Kann man doch nicht machen. Dann halt bei Giselas gruseligen Satanistenfreund oder was das da ist. Der Arme. Dem können wir das mal auch nicht machen. Ah, Hühnchen! Komm her. Das ist mein Hühnchen. Hühnchen, haltet euch hin oder ich werfe euch mit dem Hühnchen ab. Oh, klein. Werfer. Oh, da liegt ein Raketenwerfer. Hier sind wir Jump Pads.
Das war hingeschmissen. Fuck. Ich brauch. Kommt ein Zombie. Ja. Damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Wo hast du denn die Glühwürmchen? Die sind mal im. Warte. Gibt's überhaupt? Hi. Ich leg sie wieder, da ist ein Zombie hier rum. Ja, da lebt er noch. Wo? Ja. Da wird er da hingelegt. Wo kann man eigentlich bei denen klingeln? Da? Wo haben die denn die Klingel? Wo ist eigentlich die Haupteingangstür hier überhaupt von dem Haus? Wahrscheinlich am Eingang. Nicht. Ach, hier ist das Freund aufgewacht. Also hier brennt schon eine Menge Stuff. Ja. Darf ich auch mal klingeln? Kannst du. Kann gar nicht klingeln. Klingel ist ja auch explodiert. Ich weiß gar nicht, warum die überhaupt noch da ist. Da ist aber ordentlich was los im Haus, ne? Am Haus? Warte, mit den ganzen Zombies da drin oder was? Und mit den Hühnchen? Es tanzt ja einfach rum. Hey, hinter dir. Achso. Rum ist auch eins. Und Fortnite ist gecrashed. Ey, ich hab da keinen Bock drauf. Ja, ich muss das gerade. Ich mach gerade mal PC back. Das kann ja nicht sein. Dann sehen wir uns gleich irgendwann wieder. Dürfte nicht so lange dauern, hoffe ich mal. Sagte er.